Hey und ganz herzlich willkommen. Ich bin Rita und heute male ich mit dir ein kleines süßes Eichhörnchen. Ich war jetzt neulich mit meiner Familie spazieren und ich liebe diesen Herbst, diese Herbsttage, wo alles so schön golden ist und der Wald und die ganzen Blätter so goldig sind. Und da sehe ich immer besonders häufig die kleinen süßen Eichhörnchen und ich finde sie so niedlich. Schreib mir gerne in die Kommentare, wann du das letzte Mal ein Eichhörnchen gesehen hast. Ich finde, das sind immer so zwei Typen von Eichhörnchen. Die einen sind total schüchtern und wollen eigentlich gar nichts mit Menschen zu tun haben. Und sobald sie einen nur erblicken, sind sie schon in der Baumkrone oder so verschwunden. Und dann gibt es die anderen, die sind sehr selten, aber ich habe sie schon erlebt. Das sind die, die gefühlt irgendwie keine Angst vor den Menschen haben. Ich glaube, das sind so eine typischen Stadteichhörnchen. Ich weiß es nicht. Aber das ist so krass, das eine Eichhörnchen, das ist zu mir gekommen und wollte was zu essen haben. Das war so süß. Hast du das schon mal erlebt? Schreib es mal gerne in die Kommentare. Das würde mich mega interessieren. Beim Zeichnen des Eichhörnchens, da fange ich mit der Kontur an und habe doch eine Vorlage oder auch mehrere, wo ich immer wieder raufschaue, um zu gucken, wo verläuft, ja, wie verläuft der Kopf, welche Proportion hat der Kopf zum Oberkörper und zum Unterteil und versuche so eine Proportion hinzubekommen, die möglichst dem der Vorlage nahe kommt, also dass der Kopf nicht zu klein, nicht zu groß ist. Und wenn ich fertig bin mit der ganzen Vorzeichnung, dann schaue ich, welche Basisfarbe hat das Eichhörnchen. Und ich möchte gern ein richtig orangenes Eichhörnchen malen. Und habe gesehen, dass da so die Farbe, die unter allem drunter ist, eigentlich ein Gelb ist. Also sei es beim Kopf oder bei den Beinen oder auch im Schwanz so ein bisschen auch. Der Schwanz hat eine etwas andere Farbe als der Körper. Der ist ein bisschen, geht mehr ins Richtung Braun, also bei meiner Vorlage. Und der Körper geht eher ins Orangene. Ja, und deswegen habe ich jetzt unter dem Ganzen einmal so den hellsten Ton eigentlich drunter gelegt, in einem ganz, ganz hellen und ganz wässrigen Gelb. Das mache ich ganz gerne, dass ich mich so ein bisschen rantaste. Dass ich nicht zu intensiv erstmal die Farbe nehme, sondern halt immer so à peu à peu. Und das Ganze ist schön wässrig. Und die Konturen, wenn sie noch nass sind, dann kann man sie ganz gut mit einem Pinsel nochmal verwaschen. Einem anderen sauberen Pinsel. Ich benutze ganz gerne als Farben die Aerocolor-Farben. Die, die mich schon länger kennen, sie wissen, dass es meine absolut Lieblingsfarben sind. Das sind flüssige Acrylfarben von der Marke Schminke. Sie sind sehr hochwertig und sehr hochpigmentiert. Erschreckt nicht vor dem Einzelpreis. Es kostet zwischen 4,50 und 6,50, je nachdem, wo man kauft. Kostet ein Fläschchen mit 28 Milliliter drinne. Ich habe sie mir vor 2 Jahren gekauft. Jetzt nach und nach auch welche dazu gekauft, auch schon Nachfüllpacks mit mehr Milliliter drinne, weil ich einfach sehr viel male. Aber ich muss einfach sagen, es ist noch kein Fläschchen alle geworden und ich male super viel mit ihnen. Die meiste Farbe ist bei mir Cyan, die bei mir zum Einsatz kommt und sie ist noch nicht mal zur Hälfte alle und es ist wirklich, man braucht ganz, ganz bisschen. Ich habe für mich festgestellt, dass mir so 10 bis 12 Basisfarben ausreichen. Von Cyan über Magenta, Gelb, dann Ocker, Hautton. So insgesamt kann ich gerne nochmal ein extra Video zu machen, sodass mir ja so 10 bis 12 Farben je circa 5 bis 6 Euro völlig ausreichen. Und für mich ist das einfach, ist es kein, ja. Hat sich der Kauf auf jeden Fall gelohnt. Der Vorteil an Acrylfarben gegenüber jetzt zum Beispiel Tusche ist, dass wenn ich eine Schicht gemalt habe
und sie getrocknet ist. Das mache ich übrigens auch. Ich föhne zwischendurch immer wieder, wenn ich so ein Teil fertig habe und denke mir, ah ja, das gefällt mir, jetzt könnte eine Farbe da drüber. Dann föhne ich das Ganze und dann ist es wirklich fixiert. Also ich kann die Farbe dann nicht mehr ablösen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich langsam rantaste und nicht, bäm, eine Farbe ranklatsche, sondern wirklich so ganz vorsichtig das mache, denn die Farbe, die, wenn sie einmal getrocknet ist, dann ist sie wasserfest. Ich nutze das zu meinem Vorteil, dass sie dann wasserfest ist. Genau, also diese Grundfarbe, die ich gerade gelegt habe, hat noch gar nicht so dann sehr, sehr wenig was mit der Struktur zu tun gehabt. Und jetzt gehe ich eigentlich erst in die und zeichne die Fellrichtung und die einzelnen Härchen ein. Denn die Farbe, die ich eben gerade sehr wässrig gemalt habe, das ist die Farbe, die da drunter liegt. Ja, und die, dass mir nicht das blanke Papier durchscheint, sondern dass da noch eine Farbe da drunter ist. Ich gucke dabei auch, welcher Farbton ist bei meiner Vorlage, also wo ist mehr Orange, wo ist mehr Braun, wo ist mehr Ocker. Mein Eichhörnchen sieht jetzt so ein bisschen, ja, sehr getupft aus. Aber ja, wie gesagt, ich versuche mich da einfach ein bisschen ranzutasten. Und das Fell, was ich jetzt eben gerade mit den Buntstiften vorgezeichnet habe, das intensiviere ich jetzt nochmal mit einem Misch aus Ocker und Orange. Wenn ich nur Orange nehme, ist es zu grell. Und ja, da gucke ich auch, welche Farben tauchen so bei meiner Vorlage auf. Und genau, und grundsätzlich kann man sagen, dass bei Aquarellmalerei man sich eher mit der hellen Farbe erstmal anfängt. Das heißt eher, ja, und dann immer dunkler und dunkler wird und sich so rantastet. Bei einer ganz typischen Aquarellmalkasten, zum Beispiel auch von Schminke, den habe ich auch hier bei mir zu Hause, da kann man, wenn die eine Farbschicht getrocknet ist und man auch mal da drüber malt, und zum Beispiel sehr großflächig macht, also bei Hintergründen zum Beispiel, da kann es passieren, dass die erste Farbschicht, die man gemalt hat, sich leicht anlöst. Und das würde dir bei den Acrylfarben zum Beispiel nicht passieren. Diese Aerocolor-Farben, mit denen ich hier male, das sind eigentlich Airbrush-Farben. Also sie sind flüssig und sehr hochpigmentiert. Es gibt auch bei Amazon andere Airbrush-Farben. Ich habe sie noch nicht getestet. Ich kann dir leider noch keine Empfehlung aussprechen, welche auch sehr hochpigmentiert sind. Wenn es jetzt so eine Sache ist, wo du dich ja nur mal ausprobieren möchtest, würde ich, glaube ich, auch die von Amazon irgendwelche nehmen, die ganz gute Bewertung vielleicht haben. Ich persönlich male einfach sehr viel und auch professionell. Und darum habe ich jetzt diese hochwertigen Airbrush-Farben gekauft. Es gibt auch flüssige Aquarellfarben. Das sind dann eher, wenn sie getrocknet sind, sind sie nicht wasserfest. Genau, da kannst du einfach schauen. Aber grundsätzlich ist das mit Wasserfarben und auch Tuschkasten auch möglich. Ja, jetzt habe ich, das grobe Fell alles eingezeichnet. Und du siehst aber, dass das Fell eigentlich noch ziemlich so einzeln war. Und jetzt versuche ich, das noch ein bisschen dichter aussehen zu lassen. Und vergleiche mein Bild auch immer wieder mit der Vorlage. Schau, aha, da fehlt noch ein bisschen Orange. Und benutze dafür sehr viel Wasser. Also wenn du auf einem Aquarellpapier malst, das kann wirklich sehr viel Wasser ab. Ich würde dir sehr wärmstens ans Herz legen, beim Aquarellpapier nicht zu sparen und nicht das günstigste zu nehmen. Ich habe das schon in den anderen Videos erwähnt. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Aquarellpapiere gekauft, habe viele hunderte Euros dafür ausgeben müssen, bis ich ein hochwertiges Aquarellpapier gekauft habe. Und ich würde dir wünschen, dass du diese Erfahrung dir ersparst. Ich habe Aquarellpapiere dabei gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht malen. Das Papier, es war eine Katastrophe. Im Grunde genommen, unterm Strich, kann ich dir eine Empfehlung geben. Kauf Aquarellpapier, was aus Baumwolle, aus 100% Baumwolle
aus 100% Hadern besteht. Das ist ein bisschen teurer als das Zellulosepapier. Aber meine Erfahrung war, dass sich der Preis absolut lohnt. Ich hatte das Gefühl, dass bei den Baumwollpapieren mir das Papier hilft, dabei zu malen und nicht mir im Weg steht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es war einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich dachte, Mensch, bei dem Aquarellpapier aus 100% Baumwolle, es hat die Farbe so schön gleichmäßig verteilt und das Wasser gleichmäßig aufgenommen. Und ja, ich persönlich mal jetzt gerade auf einem Aquarellpapier, was, wie heißt es, semi-matt ist. Es gibt verschiedene Stufen. Es gibt einmal satiniertes Papier. Es ist ein sehr glattes Papier. Es ist für Anfänger nicht so gut geeignet, da es Farbverläufe nicht so gut hinkriegt. Dann gibt es mattes Papier oder auch Feinkorn, steht auch manchmal drauf. Das ist das Gleiche, ob matt oder Feinkorn. Und dann gibt es grobes Papier. Und dann gibt es bei sehr, sehr, sehr wenigen Herstellern noch semi-matt oder softes Papier. Das ist so ein Zwischending zwischen satiniertem und mattem Papier. Für Anfänger und Einsteiger würde ich absolut das matte oder feinkörnige Papier empfehlen. Benutze auch ich als Fortgeschrittener oder die es professionell betreibt am liebsten. Es ist am einfachsten darauf zu malen und wo die Struktur nicht zu doll rüberkommt. Ich persönlich male jetzt gerade auf einem semi-matten Papier. Ich bin leider nicht so zufrieden. Auf dem matten Papier wäre es mir besser gelungen. Ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Wenn es in die wässrige Richtung geht, kann dieses Papier speziell nicht mehr so feine Striche machen. Es verschwimmt irgendwie unkontrolliert. Ich bekomme dicke Flatschen drauf. Und ich kann euch ein Papier empfehlen, was am günstigsten ist von den 100%igen Baumwolle und was ich persönlich am allerliebsten mag. Das ist das von Fabriano Artistico. Ich setze euch das auch ein Amazon-Link unten in die Infobox. Da gibt es Aquarellblöcke. Ich persönlich habe jetzt Bogenware gekauft, weil es noch günstiger ist. Pro Bogen sozusagen. Ja, wie du sehen kannst, ich habe jetzt viel gequatscht. Das Bild ist vorangeschritten. Ich habe noch ein bisschen Schatten reingesetzt, auch mit dem Buntstift. Ich arbeite ganz gerne in so einem Misch zwischen der Farbe und den Buntstiften. Die Buntstifte, die wirken ganz gut auf der Farbe drauf. Und da schaue ich nochmal, was kann ich noch korrigieren, was kann ich noch so ein bisschen intensiver machen, vielleicht ein bisschen dunkler und ja, vielleicht dichter. Male ich noch ein paar einzelne Härchen mit rein. Gib dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, und abonniere den Kanal, damit wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und hab vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!